Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Last Day on Earth Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder einiges zu tun für unseren Noob-Account. Ein kleiner Blick ins Inventar verrät auch schon, worum es heute gehen wird. Und zwar um Hundewelpen und Nian. Und ja, vielleicht bekommen wir heute mit etwas Glück tatsächlich schon den besten Freund. Zuallererst wollen wir natürlich auch noch Mulan hier den Kampf erklären. Und hoffen hier natürlich auch recht schnell dann die Zombies zu töten. Huch. Den Automodus habe ich gar nicht drin, sonst nehme ich hier immer den Automodus. Das klappt mit der Glock eigentlich wunderbar. Na, er tut sich heute ein bisschen schwer. Okay, 4 von 10 haben wir bis jetzt. 5 von 10. 6. Ich schieße einfach alle Zombies mit ab, weil hier dann noch drauf zu achten, ob es der richtige Zombie ist oder nicht. Ja, schwierig. So, da haben wir es doch. Gucken wir mal rein in die Kiste, was drin ist. Und wir haben hier 4 Karotten. Und wieder ein paar Glückskekse und so weiter. Das interessiert aber uns nicht weiter, denn wir wollen jetzt, zack, 11 von diesen kandierten Früchten, genau, einmal rein hier. Und dann wird Nian hier einmal der Krieg erklärt. Der kommt ja jetzt immer und immer wieder, ne, weil quasi mehrere Level jetzt durch diese 10 Stück entstanden sind. Und der Krieger hier hilft uns sogar mit. Das ist ja cool. Nicht schlecht. Belohnungen sind in der Truhe. Okay, Granate, Kupferbarren und Kronkorken. Und next round, ey, nicht wegrennen, ich brauche deine Hilfe. Toll. Wow. Beim Niedrigsten hat er mir geholfen. Aber das kriegen wir doch hin. Sieht ja gut aus. Übrigens, das Feuerwerk, was hier oben steht, das kann man entzünden mit der Fackel. Das heißt, man könnte quasi den Nian dort reinlocken. Dann mit der Fackel, wie sie jetzt hier ist. Na, wir könnten es mal ausprobieren, oder? Da können wir das einmal hier mal direkt im Video demonstrieren, dann kriegt er nämlich auch durch die Fackeln Schaden und ja, was das einem bringt. Man spart halt letzten Endes sich die Munition und Hits. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Damage es macht. Das werden wir gleich mal testen. Oder auch nicht, weil, doch, ich wollte schon sagen, da wäre ich jetzt ein bisschen verwirrt gewesen, wenn diese 11 kandierten Früchte nur für zweimal Nian gereicht hätten. So, dann locken wir den nämlich mal hierher. Zack, dann entzünden wir das, locken den da rein und 100 Schaden. Und er bleibt sogar kurz stehen, dass wir dort also auch nochmal einen Moment Zeit haben, den zu töten, beziehungsweise fast zu töten, dann rennt er raus. Okay, muss man halt gucken, dass es mit der Fackel passt, ne, dass das auch funktioniert. Ansonsten kann man halt ganz klassisch halt mit der Schlagwaffe das Ganze von vorne bis hinten durchziehen. Das geht auch, aber für diejenigen, die jetzt halt nicht Schlagwaffen ohne Ende haben, ist es mit dem Feuerwerk hier natürlich nochmal eine schöne hilfreiche. Achso, lol, das gibt's nur einmal? So wie es scheint schon. Das heißt, man kann das nur einmal benutzen. Okay. Gut, Kommando zurück. Dann halt nur für einmal. Ich habe so eine Befürchtung, dass meine Waffen irgendwie nicht reichen. Kann das sein? Wir nehmen mal noch eine Waffe raus. Ganz normale Glock wird schon reichen. So, der Tisch ist wieder gedeckt. Und, jawohl, Leute, wisst ihr, was das heißt? Säurebad wird heute fertig. Sehr geil. So, ich lasse mal den Automodus durchlaufen. Dass die Waffe jetzt kaputt gegangen ist, ist nicht weiter schlimm. Wir brauchen den Platz sowieso gleich im Inventar, wenn wir noch die Luftfilter und so weiter mitnehmen wollen. So, dann einmal Luftfilter mit rein. Was haben wir hier? Okay, die Fackeln nerven gerade. Die mal raus und dann können wir den Rest nämlich auch noch mitnehmen. Und es hat sogar für noch einmal gereicht, okay. Die kandierten Äpfel braucht man sich übrigens nicht zwingend im Shop kaufen. Die gibt es auch von diesen Boxen, die ihr von Mulan bekommt bei dem Match. Oder ihr findet die in den jeweiligen Zonen, wenn ihr dort diese Glückskekse esst.
habt ihr da ja auch im Prinzip so eine Art Mission, so eine Art Aufgaben. Und dort findet ihr die dann auch. Eieiei, 36 Schaden, das ist ordentlich. Oh. Ich brauche jetzt nochmal ganz schnell, aber ganz, ganz schnell Verbandkästen. Inventar ist voll, Mist. Dann machen wir es einmal so. Okay, das war's. Gut. Okay, dann haben wir es ja überstanden und wir leben noch. Sehr schön, dann das erstmal hierzu zu diesem Event. By the way, ich habe noch für euch ein kurzes Video, was wir uns hier gleich mal angucken werden. Und zwar konnte ich 17 Mal an der Tankstelle einfach das Glücksrad drehen, ja, und es ist einfach unglaublich, was für Belohnungen ich gekriegt habe. Es war übrigens unter 17 Spins tatsächlich auch ein Jackpot dabei. Sehen wir auch gleich am Ende, was alles für Belohnungen jetzt in der Kiste noch mit drin sind und halt wieder ein paar andere Sachen hier. Hier war jetzt der Jackpot gewesen. Kronkorken waren natürlich wieder mit dabei. Rationen mit oben drauf, Coins und so weiter. Also es hatte sich schon gelohnt. Hier seht ihr das, was drin war. Also auch 10 Titaniumbarren, die ja für meinen Noob-Account eigentlich noch keine Rolle spielen. Die sind dann ja sowieso erst interessant, wenn wir in Richtung Motorboot gehen, wenn wir Richtung Level 5-Wände gehen wollen. Dort brauchen wir dann auch noch den Zement, aber das hat alles noch Zeit. Aber es ist natürlich schon mal cool, wenn man Titanbarren in der Basis rumliegen hat. Desto wichtiger ist es, dass diese aber auch schön sicher verriegelt sind. Da kümmern wir uns nämlich auch gleich noch drum. Zuerst würde ich mal sagen, öffnen wir die gesamten Elite-Welpen hier und werden die auch gleich mit den Coins hochziehen, um zu gucken, ja, ob vielleicht der ein oder andere beste Freund dann doch noch mit dabei ist. Ich hoffe natürlich, es wäre ziemlich cool und ich hoffe auch, dass der ein bisschen besser ist als mein bester Freund, den ich aktuell bei meinem großen Account habe. Erstmal werden wir das Säurebad fertigstellen. Und was heißt das für die Zukunft? Tja, dass wir jetzt auch die Krankisten hier dann einsetzen können. Das machen wir dann aber erst, wenn dort auch der Ruf bei Level 20 ist, damit sich das auch lohnt. So, ich würde mal sagen, los geht's. Hier haben wir einen Level 3 Hund. Die sind, glaube ich, alle Level 3. Und die können wir dann kreuzen. Wichtig hier zu erwähnen, es gibt keine Garantie dabei, wenn ihr zwei Level 3 Hunde kreuzt, dass daraus ein Level 4 Hund entsteht. Ja, das ist auch mit den ganzen anderen Rängen so. Also von Level 2 zu Level 3 gibt es nicht unbedingt eine ja, Garantie, dass ihr quasi da einen Rang höheren Hund vom Kreuzen bekommt. So, da würde ich mal sagen, los geht's. Hier, das wäre jetzt zum Beispiel einer der Welpen, wo es sein kann, dass ein Level 4 Welpe jetzt hier rauskommt. Das wissen wir jetzt im Vornherein noch nicht. Dann nehmen wir mal das. Nehmen wir mal das hier drüben. Also man kann auch die Fähigkeiten mitnehmen. Das mache ich jetzt hier mal bei ein paar. Und dann können wir die jetzt nämlich auch noch hochziehen. Und einer dieser drei. Es ist noch ganz wichtig, dass wir Hundefutter reinlegen, weil dann erhöht sich nochmal mehr die Chance. Oder war das beim Hundefutter so? Enthält wichtige Bestandteile, Spurenelemente für eine ausgewogene Ernährung ihres Haustieres. Ich dachte, das war so gewesen, dass man da irgendwie eine höhere Chance hat. Weil dann hauen wir das jetzt einfach noch mit rein und mit etwas Glück, ja, vielleicht wird es ja ein treuer Gefährte. Ja, wenn nicht, wäre es halt ziemlich schade. So. Jetzt haben wir hier 4 Stück, okay, gucken wir mal rein. Das ist jetzt ein weiterer Level 3 Hund. Hier haben wir einen Level 4 Hund, okay. Leider kein Begleiter. Auch Level 3. Und auch wieder Level 3. Schade, schade. Es gibt nämlich nur bei Rang 4 die. Jetzt können wir ja gar nichts mehr züchten, hier kreuzen. Das ist ja Mist. Mies gelaufen. Weil es gibt nämlich nur bei Level 4 die Hunde, die ja den treuen Begleiterskill bekommen können. So, wir werden jetzt noch die Basis ein bisschen weiter ausbauen, denn das war jetzt auch noch Thematik, die ich unbedingt in diesem Video machen wollte, dass wir hier auch die Level 3 Wände erstmal drumherum machen.
Hier vorne muss auf jeden Fall noch eine Türe hin. Und dann können wir die Wände hier auch hochziehen. Bevor die dann natürlich auch zu Stahlwänden gemacht werden. So, wunderbar. Dann haben wir hier jetzt auch wieder was geschafft. Die Basis hat sich ein bisschen vergrößert. Der Stuff, der hier drin ist, ist auf jeden Fall erstmal safe. Das werde ich noch umpositionieren. So, und da haben wir ja das jetzt hier schon mal erledigt. Hier haben wir auch noch einen Welpen, okay. Das wird aber ein normaler Welpe sein. Nichtsdestotrotz, ich glaube, in meiner Inbox müsste vielleicht auch noch. Genau, ein Welpe ist ja auch noch drin. Gucken wir uns die auch noch an. Dann ziehen wir die jetzt nämlich auch einmal noch mit hoch, weil wenn die in der Inbox rumliegen, die können sowieso raus. Das interessiert niemanden weiter. So, und dann können wir die auch noch kreuzen. Eventuell, ja, können wir. Schön, dann kreuzen wir die nämlich auch noch mal. Da haben wir vielleicht noch einen Level 2 Hund. Sehr schön, wo ist der andere? Hier. So, den können wir nämlich auch wieder kreuzen. So, ist aber nur ein Level 2 Hund, ne? Also da hat man dann halt eben auch ja, mal das Pech, dass die Hunde eben auf dem Level bleiben. Schon wieder Level 2 Hund. Das ist ja eklig. Ja, und ab jetzt kann ich nichts mehr kreuzen. Schade. Sehr bedauerlich, aber ja, so ist das leider. Naja, gut. Dann gucken wir mal, was hat der Season Pass hier noch? Nehmen wir mal noch mit. Die ganzen Belohnungen hier. Schlitzer, okay. Und zwei Kisten letzte Grenze. Gut. So, bevor wir das vergessen, großes Sparpaket wird natürlich hier auch noch mitgenommen. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, dementsprechend öffnen wir dieses Paket auch nochmal. Ist noch ein bisschen was drin, ein Paket mit Waffenteilen, bisschen C4 und auch Ordner mit seltenen Bauplänen. Ich glaube, den machen wir mal zuerst auf. Cool wäre, wenn wir jetzt hier wirklich noch einen Mod bekommen, den ich mir wünschen würde, wäre jetzt zum Beispiel Streuschuss oder Granatwerfer. Rotpunktvisier auf Halterung. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Das wäre ja sehr gut, wenn ich den noch nicht hätte. Und ich habe ihn natürlich schon. Was ein Pech. Von allen lilanen Mods kriege ich den, den ich schon habe. Na gut, gucken wir mal hier. Vielleicht kriegen wir hier ja wenigstens einen Tresor. Denn wie bereits schon gesagt, die Basis muss ausgebaut werden, wenn wir raiden gehen wollen. Ja, weil auch dann, wenn wir raiden gehen, haben wir ja diese Abklingzeit quasi, wo wir selbst auch angegriffen werden können. Und dann ist halt das Problem, dass man vielleicht ein paar Sachen verliert und dann nicht wiederbekommt. Deswegen ist der Tresor ja schon eine gute Beute, weil dort eben niemand rankommt. Dort ist alles safe. 13 Pakete haben wir noch, also einer müsste eigentlich drin sein. Ich hatte bei 30 Paketen vor langer, langer Zeit, das war noch auf meinem Hauptaccount gewesen, ist schon ewig her, tatsächlich 2 bis 3 Tresore drin gehabt. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur echt großes Glück, aber das muss ja nicht heißen, dass wir das hier auch nicht haben. Immerhin 10 Pakete haben wir ja noch. Gut, 5 Geschützteile. Die Geschütze werde ich in dem Account eh nicht zusammenbauen. Es bringt halt einfach nichts, außer seine Sachen irgendwie irgendwo nutzlos reinzupumpen. Deswegen werden die auch in Recycler wandern. Dort bekommt man ja auch mit etwas Glück Stahl raus. Also es ist schon nützlich, die auch extra zu kriegen. Aber wir wollen noch den Tresor, liebe Leute. Sonst bin ich hier nicht zufrieden. Ja, ich sehe schon, das wird hier offenbar nichts mehr. Wow. Wow. Ist nicht euer Ernst hier. Ein Wärmesensor. Was für eine Rettung. Aus dem Grund kauft man ja auch dieses Paket. Okay. War also nicht mit drinne. Schade. Naja. Gut. Dann hat sich das an der Stelle auch erledigt. Gucken wir wenigstens hier noch rein. Ah, die 10 Stallbarren? Die wären schon geil. Oh, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Oh, die müssen wir gleich rausnehmen. Weil das ist richtig, oh, wunderbar. Hier sind ja auch noch welche drin. Das nimmt kein Ende hier in der Base. Das nimmt hier kein Ende. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Nägel und Eichenbretter. Ja, weil ich nämlich, wie gesagt, Platzproblem hier habe. Und Stahl ist eben hier die Lösung des Problems. Muss ich mal gucken, welches wir jetzt hier ausbauen, welche Kisten.
Auf jeden Fall die Rüstungskisten, die müssen beide auf jeden Fall ausgerüstet werden. Okay, als nächstes auf jeden Fall auch noch die Kiste. Und jetzt reichen die Materialien nicht mehr, obwohl, da helfen wir mal ein bisschen nach. Das ist ja alles kein Problem hier. Ich habe ja Gott sei Dank alles da. Weiß gar nicht, wie viel brauchen. War 15 Stück, glaube ich, ne? So, und da werden wir als letzte Kiste mal gucken, ob wir die hier nehmen oder hier hinten eine. Weil Wasserflaschen habe ich genug drinne. Wenn ich die jetzt noch ausbaue, die Kiste, nützt mir das nicht viel, weil die würde ich eh mit weiteren Wasserflaschen vollpumpen. Dementsprechend machen wir noch eine Schlagwaffenkiste hoch. Sehr geil. Ja, die Basis wird langsam schon. Gefällt mir es. Es wird langsam, aber es ist schon, schon sehenswert. Das kann man schon sagen. Okay, Thematik Basis ist dann an der Stelle erstmal abgeschlossen. Haken dahinter. Es ja, wird wie gesagt ziemlich geil langsam hier. Mir gefällt es sehr gut. Und wir gucken jetzt nochmal schnell zur Tankstelle, denn wir müssen noch ein paar Rocker-Magazine bei Mechanikerin Jane abgeben. Kurzer Zwischenstopp noch bei der Raststätte. Hier kam gerade eben das Event. Das nehmen wir selbstverständlich noch mit. Hier noch die Wasserflaschen raus. Dann packen wir das rein. Okay, der Verbandkasten war ja gerade total unnötig, aber lassen wir das mal lieber unkommentiert. So, da ist auch schon ein bisschen was von dem schönen Loot. Ich denke, diese 12 leeren Flaschen hier sollten. Mensch, seit wann ist denn hier so viel drinne? Die 12 leeren Flaschen, ich wollte sagen, die 12 leeren Flaschen sollten reichen, die beiden Chopper dort so weit wie es geht auszupumpen. Selten aber kommt vor, dass tatsächlich hier die Horde, jetzt bin ich nicht drauf gekommen, dass die Horde auch mal spawnt. Ich habe das schon ewig nicht mehr erlebt. Dann mal schnell an denen vorbei. Macht es Sinn, die zu töten? Naja, nicht wirklich. Weil die Horde, die kommt auch nachdem ihr sie getötet habt, noch zweimal, also insgesamt dreimal. Na, da müssen wir mal kurz weg hier. Weil da will ich auch kein Risiko eingehen. Das sind zwar nur ein paar wandernde Zombies, aber in der Menge. Und wenn ihr dann eine Kiste ausräumt und die hitten euch, ihr seid in 0, nichts dann tot. Deswegen auch hier lieber auf Sicherheit dann den Abstand nehmen. Und dann, ja, jetzt aber final zur Mechanikerin Jane. Hopp, hopp, los geht's. Wer übrigens mein Easter Egg-Video von Last Day on Earth noch nicht gesehen hatte, sollte das unbedingt noch tun und nachholen. Klickt einfach mal oben aufs. Da oben aufs i, da kommt ihr zu dem Video hin. Es steckt sehr viel Mühe drin und ich denke, das ein oder andere ist auch dabei, wovon ihr noch nichts wusstet. So, die Knarre raus. Das skippen wir mal. Ach. Hier werden keine Kosten und Mühen gescheut. Hier werden jetzt alle Waffen erstmal noch. Gut, die improvisierte erstmal liegen. Haben wir noch einen Spin? Ja, wir haben ja auch noch einen Spin, Leute. Ach, läuft, läuft. Okay, 40 Rationen. Jetzt haben wir insgesamt 250. Muss ich mal gucken, wo die investiert werden. Hier brauchen wir nichts weiter. Verbandkasten können wir mitnehmen. Brutalizer brauche ich gerade nicht. Vielleicht später. Weil bis Level 150, ja, es ist nicht mehr weit. Aber ein kleines Stück fehlt noch. Ja, also ich bin jetzt erst. Gucken wir uns gleich an, welches Level ich bin. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ich bin Level 109. Ja, also 41 Level fehlen noch. Dann können wir ganz geschmeidig raiden gehen. Aber die 41 Level. Ja, das dauert bestimmt noch, ja, 2 Wochen könnten es schon noch sein. So, die Biker-Magazine rein. Und dann können wir hier auch nochmal. Gibt es ein neues Modell? Ja, gut. Nehmen wir mit. Ist das das Shrimp-Modell oder was? Oder habe ich jetzt gerade zwei Chopper-Modelle gekriegt? So, ist auch schon Level 24, okay. Das heißt, Level 40 auch nicht mehr weit. Gut. Dann hier auch Haken dahinter. Genau. Und wir gucken trotzdem jetzt nochmal ganz, ganz kurz. Wir müssen nochmal einen Abstecher am Hafen machen.
Ja, was gibt's Schönes am Hafen? Im Prinzip müssen wir noch schnell die Lieferungen hier machen. Hier nehme ich auch immer nur diese Boxen, weil diese normalen lohnt sich tatsächlich gar nicht, die 20 Coins dann für die Box zu kaufen. Hier kann man sagen, okay, geht noch. Weil hier muss ich unbedingt auch noch auf Level 20 kommen. Und dann werde ich sicher auch mal in einem Video die ganzen oberen Boxen kaufen, was der Normalverbraucher eigentlich macht. Und die Extra-Boxen dann noch dazu. Weil dann müsste man hier auch echt saumäßig viele Rufpunkte bekommen. Und die Kranschlüssel kriegen wir dadurch natürlich auch noch, die wir ja dann jetzt auch, wenn der Ruf auf 20 ist, einlösen können. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich es sogar direkt in einem Video komplett, alle 10 Kranschlüssel oder wie viele es dann sind, einzulösen. Dass ich quasi das so richtig schön schneide, dass ihr es dann quasi nach und nach habt. Ist natürlich auch schon ziemlich aufwendig, die Kiste dann hier und so weiter, aber das würde ich mir dann schon noch antun, das so zu schneiden. Das ist ja alles kein Problem. Dass wir das dann auch noch in dem Video alles zusammengefasst haben. Das gucken wir mal, wie wir das machen. Aber der Jake ist aktuell noch auf Level 15. Also ein kleines Stückchen fehlt noch, ein bisschen Geduld. Aber dann haben wir auch das Zeug und auch dann die Sachen. Wenn wir uns dann auch ans, ja, wohl oder übel ist es dann schon soweit, ans Motorboot machen können. Alright, dann an der Stelle beende ich mal das Video. Wir haben ja heute wieder einiges geschafft in dem Account. Leider keinen besten Freund. Dafür ist die Basis aber schon so gut wie raid-sicher. Ich werde jetzt demnächst noch mal ein bisschen was an XP farmen. Und dann sehen wir uns ja eigentlich spätestens zum Season 19 Kalender-Event Bunker Alpha, oder? Am 11. Februar beginnt es, also spätestens übermorgen, denke ich mal, sollte noch ein Video kommen, wenn nichts dazwischen kommt. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.